Deadlift, Kreuzheben, Lastheben statisch. Und zwar brauchen wir dafür entweder einen Gurt oder einen Kampfkunstgürtel. Es kann aber auch ein Schlingentrainer sein, den man entsprechend sich unter die Füße nimmt. Und dann kann man hier die Griffe fassen. Es geht darum, dass man etwa schulterbreit steht, auf maximal Kniehöhe die Hände halten, eher sogar noch ein bisschen drunter. Und dann von hier aus die Schultern zurücknehmen, die Knie bleiben über den Füßen, nicht die Knie nach vorne bringen, sondern Po nach hinten. Und jetzt die Fersen maximal in den Boden drücken. Ich würde so über 5 Sekunden die Spannung aufbauen und dann maximal die Beine strecken, die Fersen fest in den Boden drücken, die Schulterspannung halten, nicht rund werden, der Bauch ist angespannt, der Rücken ist gestreckt und dann hier die Spannung halten und atmen, dann langsam wieder loslassen. Sehr effektive Übung. Man kann, also ich würde kurz unter den Knien fassen bis maximal Kniehöhe, eher ein bisschen drunter. Und was auch noch möglich ist, ist, man kann zum Beispiel wie beim Kreuzheben mit der Langhantel das Ganze hier innen anheben. Da muss man sich aber wirklich gut draufstellen, dass man hier entsprechend in der Mitte hochzieht. Da würde ich auch etwas niedriger anfangen. Zum Beispiel so. Die Griffhaltung ist von der Schulter her stabiler, deswegen mache ich es lieber seitlich.